Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben. Durst. Und deswegen ist Robin Pietsch da. Herzlich willkommen hier bei uns. Danke, dass ich da sein darf. MDR Showküche in der, natürlich wie immer live, ist klar. Ja. Und wir sind, und es ist auch hier, ist auch nichts aufgezeichnet und nichts vorbereitet. Ich habe nochmal alle Sachen überprüft, sodass wir jetzt wissen wollen, was werden wir denn heute zubereiten? Also, es gibt heute ein kurzgebratenes Schweinefilet. Ja. Bestenfalls rosa, medium. Wenn es hinkommt. Wenn es hinkommt, aber ich denke, das wird. Dann haben wir dreierlei vom Kohl. Wir haben Spitzkohl, wir haben etwas Rosenkohl und es gibt zum Schluss etwas Grünkohl. Und den machen wir so als Grünkohl-Chip getrocknet. Okay. Von dem Spitzkohl gibt es ein Spitzkohl-Püree. Und um den Rosenkohl kümmerst du dich. Mhm. Okay. So ehrlich. Du, Kohl-Fan bist du, glaube ich, nicht ganz so, ne? Vielleicht wird es ja heute. Spitzkohl, das ist das jetzt ein Spaß, dass das so geworden ist? Oder sieht der wirklich immer so aus? Nee, tatsächlich, oder ja. Oder ist das so ein Fernsehspitzkohl? Nee, das sieht so aus. Die sind manchmal ein bisschen kleiner, tatsächlich manchmal ein bisschen größer. Aber der Name kommt ohne Witz von der Spitze. Die er hat. Okay, was machen wir damit? Also du? Beim Spitzkohl, da fange ich schon mal so ganz langsam nebenbei an. Wir machen uns hier ein Püree. Okay. Okay. Also, wenn man einmal die Kohlzeit, die ist jetzt nun mal jetzt das beste Gemüse, finde ich, was man irgendwie so haben kann. Und ist ja komplett regional, ne? Also, ja, das ist ja das, was hier bei uns in der Region. Es ist nicht nur, dass es regional ist, sondern es ist tatsächlich auch viele Vitaminstoffe oder Stoffe drin, einfach, die auch gut für den Darm sind. Und es ist halt einfach super gesund, was ich daran auch sehr, sehr gut finde. Und klar, das Ganze, das könnte man jetzt in der Pfanne irgendwie so als Spitzkohl nur ein bisschen anschwenken. Aber ich habe mir gedacht, so als kleine Sättigungsbeilage zu dem Gericht machen wir aus dem Kohl wie so ein kleines Püree. Und dazu ist es halt wichtig, dass man in der Mitte immer den Strunk rausnimmt, weil der ist wirklich... Ist der so? Der ist relativ fest. Nee, aber ich meine auch so bitter. Nö, du kannst ja selber mal einen Kosten machen. Ist der? Beim Spitzkohl hält sich das ehrlicherweise in Grenzen. Ja, ist so ein Gemüse, was mehr wird im Mund, ne? Der schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi, finde ich. Stimmt. Ja. Jetzt, also, wollte gerade sagen, es schmeckt ein bisschen so, hat ein bisschen eine Schärfe. So schlecht ist das gar nicht. Nee. Guck mal, wir sind Brüder im Geiste, wir haben ein Wort gemeinsam. Jinx, würden meine Kinder jetzt sagen. Jinx! So, beim Spitzkohl tatsächlich einfach nur grob runterschneiden das Ganze. Und dann setzen wir das gleich in den Topf mit etwas Sahne. Oder wenn es nicht ganz so gehaltvoll sein darf oder soll, setzt man das mit ein bisschen Milch an. Okay. Und lässt das dann ganz vorsichtig... Mehr pürierst du das gar nicht erstmal? Na guck mal, ich mache ja jetzt gerade nur für uns zwei quasi einen Teller. Das reicht tatsächlich für zwei Personen. Na, aber ich meine, wegen Pürieren, das machen wir hinterher erst, ja? Genau, das machen wir hinterher. Ah, okay. Das lassen wir jetzt in dem Sud. Okay. Hier. Okay. Ich in meinem Fall habe jetzt Sahne genommen, weil wir wissen ja alle, da ist ein bisschen mehr Fett drin. Und das ist natürlich ein bisschen schmackhafter. Okay. So. Zum Schluss kommt noch eine gekochte Kartoffel mit dazu, dass es dann einfach noch gebunden wird, weil wir haben ja nicht so viel, was hier tatsächlich bindet. Und mehr machen wir dann nicht, außer dass wir zum Würzen etwas Salz und Pfeffer dazugeben. Ja. Wie gesagt, dann weich kochen lassen das Ganze. Und dann sag mal so ein Zeitgefühl, wie lange braucht denn so ein Spitzkohl, bis er so weich ist, dass du da mit dem Pürierstab reinballern kannst? Guck mal, die Blätter, die sind sehr, sehr fein, wenn man die sich jetzt mal anguckt. Oder es ist nicht schnell gehen, einfach sagen, so, ja, maximal 10 Minuten ist das Ganze durch und dann kann man das schon pürieren. Okay. So. Einmal ist geschafft. Lass mal. Hast du einen Herd angemacht? Ja. Habe ich die richtige Platte angemacht? Guck mal. Ja, habe ich. Hast du. Top. So, natürlich, das wird hier nicht weggetan. Wenn man jetzt für mehrere Personen kocht, dann hat man hier die Möglichkeit, viel, viel mehr zu machen. Kannst einen Spitzkohlsalat draus machen, ein bisschen Honig, Essigöl einfach nur dran, Salz, Pfeffer, hätte man das auch noch so als Frische dazu. Aber hier geht es ja mal explizit darum zu zeigen, dass man auch aus dem Spitzkohl eine Art Sättigungsbeilage macht. Jawohl. Pass auf, jetzt kommen wir zu unserem Schweinefilet. Jetzt schon? Mhm. Da ist noch so viel von dem Kohlzeug da rumliegen. Ja, ja, da müssen wir gleich noch. Okay, okay. Und du kriegst auch gleich eine schöne Aufgabe. Ja. Beim Schweinefilet ist es wichtig, hier sieht man, das wurde schon schön pariert. Was ist pariert? Ja, man sagt in einer Fachsprache dazu, dass man Silberhaut, das sieht man hier, so ein kleines bisschen ist noch dran. Sowas muss man vorsichtig raustrennen. Und natürlich hat man manchmal vielleicht noch so ein paar kleine Knochenstücke mit drin. Und bei der Silberhaut, ich mache das mal ganz vorsichtig, das glänzt hier wirklich so ganz leicht silber. Ja. Da ist es extrem wichtig, sowas sollte man alles sehr penibel abschneiden, denn wenn man das in der Pfanne mitbrät, das kannst du einfach nicht kauen. Das ist dann, wird dann richtig so... Das, dann wie so ein, das macht's dann zäh quasi. Genau, so wie so ein zähes Kaugummi. Ah, okay. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass man im Vorfeld gut Vorarbeit leistet. Aber ganz dünn abschneiden. Genau, natürlich.
Hat man das früher nicht so dünn abgeschnitten, dann hat man da richtig Ärger gekriegt. Weil ja, unterliegend hat man natürlich das schöne Filet. Und das möchten wir logischerweise. Da hat der Küchenchef gesagt, Robin? Noch ein bisschen lauter, aber so. Genau. Oder so, ehrlicherweise hat er gesagt, Peach. Naja, ja. Hör bloß auf, du. So, ich schneide uns tatsächlich jetzt, weil wir hier nur zu zweit sind und keine Angst, der Rest, der kommt natürlich nicht weg. Das essen wir nachher hinter den Kulissen. Aber ich schneide mir jetzt oder uns das schöne Mittelstück raus. Ja. Doppelt geschnittenes Mittelstück. Bei einem Rind würde man jetzt sagen, das ist ein Chateaubriand. Ja. Wieder ein Fachbegriff gelernt. Doppelt geschnittenes Rückenstück Chateaubriand. Ja, ein doppelt geschnittenes Mittelstück vom Filet, vom Rind, nennt man ein Chateaubriand tatsächlich. So, jetzt haben wir das Chateaubriand vom Schwein hier einmal liegen. Muss ich mir merken. So, zeig mal, wie du sie geschrieben hast. Ja, da überlege ich es gerade. Warte mal, irgendwas mit A. Pass auf, das lege ich jetzt trotzdem noch mal beiseite. Drehen wir schnell das Brettchen um. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Grünkohl. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir uns um den Grünkohl kümmern. Und den Grünkohl, den mache ich jetzt tatsächlich mal nicht so, wie man das kennt, dass man das Ganze in der Pfanne brät, sondern ich nehme mir die kleinen Blättchen, die es hier sind, die nehme ich mir einfach runter. Und das Ganze verteilen wir gleich auf einem Backblech. Ja. Wichtig ist auch hier wieder der Strunk, den sollte man auf jeden Fall weglassen, denn der ist tatsächlich nicht so super genießbar, wie wir das jetzt gerade beim Spitzkohl hatten. Ja. Weil bei so einem Gericht, da muss, finde ich, immer vieles dabei sein, was so ein Gericht rund macht. Und was Krosses, finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Und das versuchen wir jetzt mit dem Grünkohl zu machen. Die behandeln wir gar nicht vor, sondern die Blätter kommen so ein bisschen auseinandergelegt auf Backpapier. Und dann haben wir eine Sache, die wir machen müssen. Wir würzen das Ganze ein kleines bisschen. Und in dem Fall nehme ich auch wieder ein kleines bisschen Salz. Zack. Ein bisschen Pfeffer. Guck mal. Und yes, wir haben etwas Puderzucker. Mit. Und dann kommt das Ganze bei einer sehr... Etwas war gesagt. Alles klar. Also wenn ich das... Das liegt am Sieb. Also eigentlich wirklich tatsächlich nur so ein kleines bisschen. So. Und dann kommt das Ganze bei 100 Grad in den Ofen. Aha. Und das trocknet ganz, ganz vorsichtig und durch den Zucker karamellisiert das ein kleines bisschen. Das zieht sich natürlich müde zusammen. Ja. Aber wenn wir das zum Schluss aus dem Ofen holen, haben wir halt einen ganz krossen Schimpel vom Grünkohl. Und wenn wir das auf das fertige Gericht drauf machen, dann ist es halt eine krosse Komponente, die einfach noch mit dabei also ist. Also so ein Chips. So ein Chip. Ein Chips, genau. Ein Chips. So, 100 Grad, das habe ich schon mal eingestellt. Ja. Hier Ober-Unterhitze, ganz, ganz wichtig, denn bei Umluft wurde das jetzt einmal und alles wurde im Ofen drin liegen. Okay. Hier quillt irgendwas, muss das so sein? Genau. Das köchelt jetzt einfach. Okay. Guck mal, das können wir aber gut mal zeigen. Ich glaube, die 10 Minuten Angabe, die war schon fast zu lang. Weil siehst du, wie das jetzt auseinandergefallen ist schon? Mhm. Da muss man nicht mehr viel machen. Das kann jetzt noch 3-4 Minütchen kochen. Dann ist das fertig. Und dann mixen wir das Ganze einfach mit unserer Kartoffel auf, was das Ganze im Grundsätzlichen ein bisschen abbindet. Ich bin gespannt. Ich auch. Hab ich noch nie gegessen, ehrlicherweise. Spitzkohlpüree. Mit Kartoffeln. Genau. So, jetzt kümmern wir uns um unser Schweinefilet. Guck mal hier, zeig. Möchtest du in der Zeit ein bisschen was zu tun haben? Wenn, was hast du denn für mich? Ich bin ja gerne dein Geselle. Ich zeig das einmal ganz kurz in die Kamera. Rosenkohl. So, ich glaube, ich habe es irgendwann hier schon mal gemacht. Aber wir müssen vom Rosenkohl jetzt ganz vorsichtig hier hinten den Strunk abtrennen. Und dann möchte ich genau diese kleinen äußeren Blättchen, die dann als allererstes abfallen. Zack, zack. Das ist immer gar nicht so viel. Das sind 4-5 Stück, die man so abmachen kann. Ja, hier. Bisschen Gewalt, dann geht das. So. Diese kleinen Blättchen, die brauche ich gleich von dir. Aha. Was? Warum? Aber den Rest, den tun wir logischerweise nicht weg. Mal hier, das ist einmal für die Blättchen. Mhm. So. Und bestmöglichst noch so groß, wie du kannst, runtergepult. Ja, 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 ja. Und alles andere, was da jetzt noch anfällt, das behalten wir selbstverständlich auch. Ja, ich guck mal hier eine kleine Schüssel. Das kochen wir gleich in einem anderen Topf, einfach so, wie man Rosenkohl normal kennt, dass man da ein kleines bisschen Butter dazu gibt. Und das Ganze ein Lied, Rosenkohl? Da gibt es ja irgendein Lied. Das habe ich im Kopf gerade irgendwie so. Rosenkohl, Rosenkohl, was gibt es denn da für ein Lied? So, wo haben wir ein kleines bisschen Öl? Mal hier. Also das hier alles tatsächlich kein Hexenwerk beim Schweinbraten. Ganz kleines bisschen Öl in die Pfanne. Das lassen wir noch mal ein bisschen anziehen. So, dass es auch eine vernünftige Temperatur hat. Und jetzt schließen wir von dem Fleisch nicht die Poren. Das darf man nie verwechseln, denn eigentlich hat eine Haut Poren. Und so ein Fleisch karamellisiert, weil Eiweiß austritt. Und das gibt nämlich auch die goldbraune Farbe. So, das kommt jetzt hier rein. So, man hört es direkt.
Temperatur super, nicht zu scharf. Und jetzt brät man das von allen Seiten goldbraun an. Guck mal hier, und das, da ist auch schon gut eingekocht. Und dann würde ich mir tatsächlich das Ganze hier schon mal nehmen. Und habe mir jetzt einfach eine ganz normale Kartoffel abgeschält und ein kleines bisschen gekocht. Und jetzt schneide ich mir hier einfach so ein paar Stückchen zur Bindung noch mit rein. So. Gibt es einen Grund, warum das nur die äußeren Schalen sein dürfen? Tatsächlich, wir machen aus den äußeren Schalen, da man das Ganze roh essen kann, einfach einen rohen Salat. Ach so. Und den Rest, den du da noch hast, das kommt jetzt gleich nochmal in den Topf. Und dann machen wir uns Rosenkohl, der auch kurz noch so ein bisschen in der Pfanne einfach angezogen ist, mit etwas Gemüsebrühe. Und wäscht man den Rosenkohl vorher wahrscheinlich, oder? Ja, die sind schon vorgewaschen. Tatsächlich, ja. Du hast manchmal auch so grobe äußere Blätter, die einfach... da ist schon viel Dreck dran, das muss natürlich runter. Ja, ist klar. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Bist du schon soweit? Ehrlich, zu schnell? Ja, das geht sehr, sehr schnell. Ich habe jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen Milch drauf gemacht. Und man sieht es jetzt direkt hier auch beim Pürieren, hätte man das jetzt alleine püriert. Ja, ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn die Kartoffel rausbleibt? Es ist halt super viel Flüssigkeit in dem Kohl. Ach so. Und dann kriegst du, ja, du kriegst ein Püree hin, aber nicht so relativ fein, wie wir das haben wollen. Und die Kartoffel, die bringt zum Schluss und grundsätzlich die Bindung zwischen der Flüssigkeit und unserem Kohl. Okay. So, hier muss man auch echt gar nicht zu lange mit warten, weil man sieht es tatsächlich jetzt, das bleibt halt alles noch schön grün. Ja. Ja, und das wollen wir auch. Wenn man das jetzt zu lange irgendwie drinnen lässt, das ist so eine Pampe, ne? Ja, das zieht irgendwann ein bisschen mit grauer Farbe an. Das ist aber normal, da muss man keine Angst vor haben. Das schmälert sich jetzt auch nicht im Geschmack tatsächlich. So. Würzt du eigentlich bei solchen Sachen dann nochmal richtig fett nach, bevor es rausgeht? Tatsächlich. Also das ist dann so eine Gefühlssache. Ich koste das jetzt auch nochmal. Bei vielen Sachen hat man es im Gefühl. Ja. Aber bei manchen Sachen, da ist es dann auch noch so... Einmal lieber kosten, bevor es halt rausgeht. Ich finde ja, das ist am Ende immer so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was du da bei dir in Wernigerode machst und mit Sternen belohnt wird und, sage ich jetzt mal, der normalen Gastronomie. Ne? Also im Normalfall holst du dir ja auch in besseren Restaurants immer gleich nochmal Salz und Pfeffer an den Tisch, weil klar ist, dass der Küchenchef eher vorsichtig optimistisch würzt, aber bei euch, die ihr sozusagen euch in dieser High-Class-Gastronomie aufhaltet, ist das ja nicht, ne? Also wenn bei dir einer Salz, Pfeffer und Ketchup bestellt, ist ja im Prinzip Rauswurf, ne? Nein, also ganz ehrlich, Geschmack ist ja so breit aufgestellt. Ja, aber wir versuchen, dass genau das nicht eintritt. Ich wollte gerade sagen, darum geht es doch bei euch. Ne? Das finde ich ja immer, aber faszinierend. Reicht das? Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Wir versuchen wirklich, dass genau das nicht eintritt, dass wir das Gericht so auf die Spitze künsteln. Das alles, was man sagt, wir Freunde, reicht völlig aus. Genau. Passt. Wir versuchen es. Das gelingt bei 18, 19 Gängen, die dann irgendwann in der Summe kommen. Das schafft man nicht bei jedem Gast. Also das wäre Wahnsinn, wenn wir das hinkriegen. Aber es ist schon... Aber das ist der Anspruch, ne? Genau, das ist unser Anspruch tatsächlich. Es könnte ja auch dein Anspruch heute sein, dass ich nicht nachwürzen muss. Mal gucken. Also nur so. Guck mal, Rosenkohl. Ja, jetzt kommt hier ein kleines bisschen Geflügelbrühe drauf. Oder Gemüsebrühe, Entschuldigung. Okay, alles klar. Dann kommt auch da wieder Salz und Pfeffer dran. Ja. Und die letzten paar Minuten, die wir noch haben, lassen wir das einfach auch. Das muss nicht komplett durchgekocht sein, sondern das muss so ein bisschen angekocht sein, das Ganze. Mhm. Das bringt dann auch noch so ein bisschen Knack mit dem ganz, ganz frischen Rosenkohl mit dazu. Und das Wichtigste hier... Kommt noch ein Stückchen Butter mit dazu. Nur hier. Zack. Guck mal, das kocht jetzt hier schon vor sich her. Jetzt haben wir hier deinen hervorragend gezupften Rosenkohl. Machst du eigentlich, macht man eigentlich immer mal so den Herd auch auf, um reinzugucken? Oder schlägst du da deinen Auszubildenden auf die Finger, wenn die zwischendurch mal reingucken? Das ist schon, kann man schon machen, ja? Es gibt manche Sachen bei Teigen, da darfst du nicht aufmachen, weil dann fällt der zusammen. Aber hier. Aber ganz ehrlich. Chips. Das ist kein Problem. Okay. So, guck mal, das ist jetzt alles einmal von allen Seiten scharf angebraten. Das kocht ganz entspannt vor sich her. Wie kriegst du denn gerade bei dem Filet, ne? Wie findest du diesen Punkt? Jetzt sag nicht vom Gefühl. Irgendwann ist es wirklich Gefühl. Ja? Aber gut. Es gibt keine äußeren Merkmale? So richtig nicht eher Merkmale tatsächlich, wenn man drauf drückt, dass man so ein Gefühl dafür hat, wie weit ist das Fleisch in der Mitte, weil natürlich verändert sich die Struktur. Aber guck mal, jetzt haben wir es hier zum Beispiel so, wenn man das mal so rumdreht und die Kamera mal drauf guckt, dass wir hier sozusagen noch so diesen rosa Kern sehen. Mach mal von vorne. Ja, komm, warte, ich hält's mal an.
So, also das heißt sozusagen, der muss schon noch, das muss schon noch komplett eingefärbt werden. Wir sind zum Lernen hier, ne? Also wir machen jetzt mal was. Aber wenn ich das Ding jetzt rausnehme und einmal in der Mitte durchschneide, was ja nicht schlimm ist, ja, dann ist auf jeden Fall in der Mitte alles noch roh. Und nur die Temperatur, die jetzt von außen von der Pfanne gekommen ist, die bringt quasi so die ersten paar Zentimeterchens dahin, dass es gart, also am Rand. So muss man sich das vorstellen. Dieses Stück haben wir jetzt gerade erst gegart. Ja, ja. Und wie kriegen wir jetzt den Rest? Pass auf. Das ist dann eigentlich so eine ganz klassische Küche, dass man genau das Ganze, es kommt ein großes Stück Butter rein, Rosmarin, Thymian, und dann arrosiert man das Ganze. Man gießt wieder heiße, flüssige Butter drüber und dann gart das viel schneller von allen Seiten. Und auch innen rein. Genau, und auch im Grunde klar, weil jetzt gart es immer nur von einer Seite, die drauf liegt. Ja. Und das ist genau das, was wir mit der Butter verändern. Pass auf, hierzu mal zum Salat. Ich habe jetzt nur ein kleines bisschen Öl, ein ganz kleines bisschen Honig, Salz, Pfeffer dazu gemacht. Das werden unsere kleinen Salatblättchen, die es dazu gibt. Und jetzt machen wir die Butternummer hier einmal. Guck mal. Jetzt machen wir die Butter. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Denn zu dem Ganzen soll es ja auch noch eine kleine Soße geben. Relativ viel Butter. Keine Angst, denn die Butter bleibt in der Pfanne. Rosmarin, Thymian, Knoblauch. Der ist jetzt schon grob gezupft. Ja, da muss ja nur einmal drauf gedrückt werden. Zack. Ja. Damit sozusagen sich die Aromen entfalten. Genau. So, jetzt mache ich mal ganz kurz Trick 17. Eigentlich wollte ich das jetzt in der Pfanne von dem Fleisch machen. Wir machen uns noch so eine ganz schnelle Barbecue-Soße dazu. Guck mal, da nehme ich mir, also das ist im Grunde eine fertige Barbecue-Soße, die wir mit dem Fett ein kleines bisschen arrosieren werden gleich. Also gar nicht so dolle viel. Da kommt auch zusätzlich Honig noch mit rein. Ja. Ja. Und wir haben ein bisschen Tomatenmark. Komm, okay. Ich nehme jetzt einfach den Löffel. Ja. An das Ganze gieße ich jetzt, um dass es noch ein ganz kleines bisschen dünner wird, auch wieder Brühe. Das kann eine Geflügel- oder eine Gemüsebrühe sein. Wurscht, sagst du. Genau, das ist tatsächlich nicht so schlimm. Ja. Guck mal, und im Grundsätzlichen das, was ich jetzt hier gemacht hatte, hätte man auch in der Pfanne machen können. Wenn das Fleisch da rauskommt aus der Pfanne, ein bisschen von dem Fett abgießen, dann die Zutaten da rein, dann muss man hier nicht so super viel einsauen. Und guck mal, wie schnell und wie simpel wir wirklich eine super schmeckende Soße noch zu dem Ganzen dazu haben. Und jetzt machen wir das, was ich dir gesagt habe. Ja, ja. Ja, das darf nicht zu heiß sein. Jetzt gießen wir immer wieder den Bratensaft dazu. Das ist der Trick, das ist der Trick. Und jetzt gab das im Grundsätzlichen von allen Seiten. Und ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. 4 Minuten, 3 Minuten irgendwie noch. Ja, du kannst schon noch, ja. Gieß mal ruhig noch eine Weile drüber. Und 4 Minütchen, deine Oberarme schaffen das schon. In der Zwischenzeit, während du das hier machst, kann ich Ihnen sagen, Riverboat gibt es heute Abend natürlich auch wieder aus Berlin. Und Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Maren Kreumann ist heute Abend zu Gast auf dem Riverboat ab 22 Uhr. Kim Fischer und Matze Knob sind die Gastgeber. Und weißt du, wer noch dabei ist? Erzähle. Dein Kumpel Nelson Müller. Nee. Ja, heute im Riverboat. Jawohl. Das ist cool. Einschalten. Ja. Guter Typ, oder? Ja, sehr, sehr gut. Ihr kennt euch wirklich. Ja, tatsächlich. Ja. Wir haben schon den einen oder anderen Drink miteinander getrunken. Absolut. Und ich habe auch gehört, der Kollege Müller vergibt auch Urlaubstipps. Oh ja, stimmt. Oder? So, dann mache ich mal ein bisschen sauber. Können wir noch ins Schwitzen. Jetzt, Herr Peach war zufrieden mit dem Urlaubstipp von Herrn Müller. Oh ja. Ja. Erstmal ein Urlaub. Nelson gesagt, Robin, da musst du hin. Es war hervorragend. Siehst du? So, guck mal, das habe ich jetzt nur einmal umgedreht. Jetzt wird mein Herz hier aber voll, du. Habe ich schon mal so viele Platten benutzt? Nee, auch noch nicht. Das ist Premiere. Oh je, je. Das ist wirklich krass. Das sieht man natürlich jetzt schön, wenn das aufgeschnitten ist, dass das wirklich... Guck mal, und jetzt sind so circa 2 Minuten vergangen. Und jetzt, wir gucken jetzt einfach noch mal rein. Das muss jetzt noch ein Minütchen. Denn so super, super viel ist tatsächlich noch nicht passiert. Aber es gart immer weiter. Siehst du, es wird immer größer und größer und größer und größer. So, das kriegst du dann. Ich nehme ja, das. Ja, ist kein Problem. So. Aber das aufschneiden und dann sozusagen so an den Einzelteilen von, das ist nicht so das, wo du sagst, ganz ehrlich, wir sind zu Hause, why not? Aber warum gut, aber, nicht, aber ne? wir wollen ja nah rankommen, so wie du es machst. Und dann würde ich es lieber in dem großen Stück tatsächlich lassen, sich eine Minute mehr Zeit nehmen, das immer wieder da drüber gießen, wieder vorsichtig runterstellen. Das ist wirklich, da braucht man einfach ein ganz kleines bisschen Gefühl bei der ganzen Sache. Und das ist am Ende der Trick, warum das Fleisch bei euch immer so besonders schmeckt. Klar, es gibt auch noch einen anderen Weg. Du machst das Ganze so wie, wir hatten so Sous-Vide-Becken zu Hause, also so ein Wasserbad eingelassen. Okay, okay, ja, wer konfiert, weil man da viel Öl verbraucht. Ja. Man kann das Ganze noch im Ofen machen. Ich habe es mir eingestellt, eigentlich, um es dort zu halten. Das soll 60 Grad haben. Zwischen 58, 59, 60 Grad ist es perfekt.
Und dann mit in der Pfanne oder muss man es einwickeln in Alufolie oder so? Das ist es eben. Wie kriegt man jetzt als Laie zu Hause raus, das hat jetzt genau die richtige Temperatur? Da würde es stehen an so einem Ofen halt. Ne? Ja, also man kann das scharf anbraten, auf so einen Bräter packen und lässt das einfach bei 60 Grad ziehen. Und du weißt, wenn du es rausholst, ist es 60 Grad. Das und perfekt. Deckel drauf oder zu oder offen stehen lassen? Einfach offen stehen lassen. Offen stehen lassen. Ja, das ist nicht so schlimm, weil es gart ja kein ganzes Dach da drin halt. Ne? Okay. So, jetzt, mein lieber Robin. So, jetzt mache ich ganz schnell. Schaut mal, für mich wäre das genauso richtig. Der eine oder andere sagt, boah, das kann noch ein bisschen, eine Sekunde. Ja, verstehe. Bei Schweinen muss man bitte keine Angst haben. Das hat nicht so einen schlechten Charakter, wie man denkt. Eben, wirkt das auch. So. Wir haben ja die Woche bei Hannes Jenicke da und hat gesagt, hier, Schweine sind wirklich ganz reinliche Tiere. Und das hat es auch bewiesen. Das war echt toll. So, jetzt unser Crosser Schiff, der ist... Ja, ist kross geworden. Ist kross geworden? Ja, das kommt jetzt schon mit oben drauf. Ich kann Ihnen noch sagen, haben wir schon eine Homepage eingeblendet, ehrlicherweise? Also wir haben schon auf aber ich kann noch mal sagen, auf mdr.de/leben, gucken Sie mal, da ist das Rezept, während Robin hier noch zusammenzaubert. Rezept Barbecue-Schwein in dreierlei oder mit dreierlei Kohl. So, guck mal hier, ganz schnell für dich. Soße drin. Wirklich toll aus. Bitte schön. Sieht toll aus, toll aus, toll aus. Ich mache erstmal, man isst das ja auch immer in den Sendungen, in denen du ja auch immer zu Gast bist, isst man ja erstmal das Drumherum, ne? Einfach reinschaufeln. Oh, du, das schmeckt aber gut. Das ist gut, wenn du das sagst, da freue ich mich sehr. Dann habe ich alles eingesaut, das war nicht mein Ding. Aber das ist ja wirklich toll. Oh, das Filet ist wirklich toll geworden. Wie gesagt, da kann man auch keine Angst, eine Minute länger. Ich mag es so, weil beim Schwein sagt man immer, es muss durchgegart sein, wir essen alle Gehacktes. Naja. Ja, das muss nicht durchgegart sein. Ich würde jetzt nicht mit dem alle, aber viele essen Gehacktes, ja. So. Also ich muss sagen, ich bin wirklich kein Kohl-Fan. Aber das hier ist lecker. Oh, eine schöne Würze. Hast du gut gemacht, Robin. Mensch, ich freue mich. Du kannst einen Haken machen. Da habe ich mich drauf gefreut. Ja, hast du wirklich gut gemacht. Also schmeckt ganz toll. Dankeschön. Danke für das tolle Freitagsessen. Kochen Sie es gerne nach.